Ich habe zu diesem Teil schon einmal ein Video gemacht und das wurde sehr, teilweise sehr gut aufgenommen, aber viele sagen einfach, Reini, was du dazu gesagt hast, ist einfach falsch. Das hier ist das Beste, was man als Feuermachmethode in eine Überlebenssituation mitnehmen kann. Ich sehe das noch immer nicht so. Und wenn wir es noch einmal uns anschauen wollen und wenn du dir anschauen willst, wo die Vor- und Nachteile liegen, ob es nicht vielleicht besser ist, ein Feuerzeug mitzuhaben oder einen Feuerstall oder einfach alle drei. Wenn dich das irgendwie interessiert, sollte, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Teil ist wasserdicht. Du kannst es nicht kaputt machen, also nicht vernünftig. Ich bin ein bisschen drauf gestiegen, aber das passt alles gut. Aufschrauben und du hast einerseits gleich einmal Zunder dabei, das ist Watte. Ich weiß nicht, ob das im Lieferumfang so dabei ist, aber man kann auf jeden Fall ein Tampon vielleicht auch mit dazugeben oder Watte. Und Watte ist natürlich ein großartiger Brandverstärker, das ist einmal großartig. Ich habe dann auch hier in dieser Dose, die ich da zur Verfügung habe, da gleich die Möglichkeit, etwas aufzubereiten, etwas zu sammeln, das finde ich einmal super. Dann hast du hier unterschiedlichste Streichhölzer an der Hand, gleich ein ganzes Set voll. Und ich sage es gleich so, wie es ist. Die kann man ganz gut brauchen. Und ich werde jetzt einmal eines anzünden. Es ist dann im Innenbereich auch noch so eine kleine Reibfläche mit dabei. Auch alles super, auch alles wunderbar. Gut, dann schauen wir es uns einmal an. Schön lang. Und eine richtig fette Flamme. Stinkt jetzt ein bisschen, aber funktioniert. Das bedeutet, ist eine coole Sache, wenn es wirklich windig ist. Ich weiß nicht, kann man es ausmachen? Probieren wir nochmal. Ja, jetzt am Schluss dann kann ich es ausmachen. Was ist, wenn ich zwei miteinander gleich im Einsatz habe? Gar nicht einmal so schlecht. Muss ich wirklich zugeben, gar nicht einmal so schlecht. Also das ist ein Teil, das gut funktioniert. Du hast einige Streichhölzer mit dabei. Ich habe das auch schon einmal ausprobiert und auch schon einmal hergezeigt. Also das ist alles cool, das ist alles super, das ist wunderbar. Aber, und das ist jetzt die große Frage, wäre das das Mittel meiner Wahl? Vielleicht auch noch mit dem bisschen mehr Watte dazu, geht das dann noch einmal besser. Ist alles cool, ist alles wunderbar. Aber trotz alledem wäre es nicht das Mittel meiner Wahl. Du hast nämlich eines gesehen. Solange ich im Wind bin, das heißt, ich muss irgendeine Art von Windschutz haben, entweder so wie es wir trainieren, auf unseren Überlebenstrainings bist du selbst der Windschutz, andere bauen sich einen Windschutz, denn auch wenn da jetzt Wind drauf geht, ist die Flamme nicht perfekt da? Ist das schlecht? Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde die großartig. Ich finde die wirklich gut. Trotzdem, Streichhölzer machen wir bei den Überlebenstrainings absichtlich mit rein in das Training. Beim ersten Mal Feuer machen. Warum? Weil alles passen muss. Der gesamte Zunder muss da sein, der muss richtig platziert sein, das Anzündeholz muss richtig platziert sein, das Holz, das dann weiter brennen soll. Also es muss alles klappen. Auch der Eingang vom Feuer muss an der richtigen Stelle sein, denn wenn ich Wind habe, damit mir der Wind dann gleich die Flamme in das Material reinbrennt. Also da muss man sich ein bisschen auskennen. Also mit Streichhölzern Feuer machen, auch wenn es solche Spezialstreichhölzer sind, das ist mitunter gar nicht einmal so einfach. Natürlich, wenn ich da ein ganzes Pack mit dabei habe, da bin ich mir sicher, dass man es irgendwie hinkriegt. Also ich möchte das jetzt nicht schlecht machen. Ganz im Gegenteil, man kann das mit dabei haben. Ich finde das gut.
Der Punkt ist, wenn halt die Streichhölzer aus welchem Grund auch immer aus sind, wenn sie doch irgendwie feucht werden sollten, dann ist es halt einfach eine blöde Geschichte. Natürlich ist es beim Feuerzeug zum Beispiel auch der Fall. Da ist beim Wind einmal überhaupt keine Chance. Wenn du jetzt ein Feuerzeug bei Wind, das ist ein Unding. Da kannst du klein machen, das ist fürchterlich. Also bei windigen Situationen ist so ein Gasfeuerzeug, Sturmfeuerzeug ist wieder was anderes, aber ein Gasfeuerzeug einfach schlecht, wirklich schlecht, vergiss das. Was gut funktioniert bei Wind, ist das hier, der gute alte Feuerstahl. Die Funken, die du da machen kannst damit, das ist vollkommen egal, ob es kalt ist, ob es warm ist, ob es feucht ist, der macht immer die Funken. Das Problem ist, dass halt dann der Zunder dementsprechend aufbereitet sein muss. Und da wäre es halt einfach cool, auch ein Tampon zusammengebaut noch mit dabei zu haben, ein bisschen Watte. Oder das hier komplett, dann nimm halt ein paar Streichhölzer mit. Ich finde auch die Schachtel gut, ich finde das alles super. Aber leg dir doch da, nimm ein paar Streichhölzer raus, nimm da nur ein paar mit und dafür Wattepads mit Vaseline oder in Wachs getränkt und mach das Teil damit voll und ein paar Streichhölzer nimmst du auch mit und Sache ist erledigt und alles ist gut. Wie gesagt, ich habe nichts gegen die, die sind eh super. Aber meine erste Wahl ist es trotzdem nicht. Ich hätte hier dann nämlich Zunder mit dabei und das ist viel, viel wichtiger. Also der Zunder und da muss auch gleich Brandverstärker mit dabei sein, ist viel wichtiger als die Quelle, wie ich es entzünden kann. Natürlich, mir ist klar, das wird nicht funktionieren. Und alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ne? Bei Kälte ist ein Feuerzeug ein Problem, Feuerstahl wiederum geht wunderbar. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Beim Feuerzeug, wenn das nass wird, da sagen auch, manche schreiben einen Kommentar, wenn das nass wird, das macht überhaupt nichts, das schüttelt man aus. Aha, okay. Ich meine, es wird funktioniert dann schon wieder, aber nicht unmittelbar. Und das mit dem Ausschütteln, also bei mir funktioniert das nicht. Aber vielleicht bin ich einfach zu blöd dazu. Aber das macht nichts, macht wirklich nichts. Punkt ist, ich stehe, und da stehe ich auch noch immer dazu, voll auf den Feuerstahl. Ich bin dafür, dass der Feuerstahl einfach mit dazugehört. Wenn du unbedingt ein Feuerzeug dabei haben willst, ist auch das eine Option. Oder im Hosensack, also brauchst du jetzt nichts, dass das billige Eigenwerbung ist, ist ja ganz klar. So wie immer, weil wir halt unsere eigenen Systeme hier haben. Gleich am Messer mit dabei. Oder die Taschenlampe mit dabei oder hier eben ja, Feuerzeug mit dabei. Das ist meiner Meinung nach die sinnvollere Variante. Aber als Backup nimm's halt mit. Nimm's halt mit. Ich weiß, das Thema wird immer wieder kontroversiell diskutiert. Ich weiß auch, dass einige Leute mit dem überhaupt nicht zurechtkommen, was ich hier sage. Und das ist auch in Ordnung und das ist Polarisierung. Nur setz dich wirklich hin und versuch das. Üb das in extremeren Situationen. Und Hand aufs Herz, nichts gegen das Kit, das ist eh alles okay. Wenn du das, und ich glaube, ich habe das schon einmal erzählt, in dem Zusammenhang sogar, bin mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich wiederhole es, mach dir Watte ohne Ende, bausch das da rein mit Vaseline, das ist mein Favorit. Ja. Da geht so viel rein an Watte, das ist wertvoller als mehr Streichhölzer zu haben. Denn diese Situation, diese, so eine Notfallsituation bei uns in unseren Breiten, das ist ja nichts, wo ich ewig und mein ganzes Leben lang da draußen jetzt überleben muss. Das ist ja ganz was anderes. Ich habe jetzt eine Notsituation und muss jetzt hier vielleicht einige Zeit durchhalten. Ich habe jetzt schlechte Wetterbedingungen, es ist kalt, es ist feucht. Und das, ich brauche nicht so viel Zünder. Aber natürlich, mit Feuerstahl muss man umgehen können, da muss man auch wissen, was man tut, da muss auch dementsprechend viel Material sein. Daher, nimm halt beides oder nimm einfach alles mit. Nimm einfach alles mit. Im Rucksack hast das hier mit viel Zunder dabei, das Feuerzeug hast, brauchst du nicht diese Hülle hier, hast auch einstecken, den Feuerstahl hast vielleicht am Messer drauf und alles ist gut. Oder wenn du wirklich ein Feuerzeugfetischist bist, dann packst du halt das Feuerzeug drauf und sowas und überhaupt und Sache ist erledigt. Ich glaube, das war's. Wenn du noch Fragen hast, stell sie sehr, sehr gerne. Ich genieße jetzt noch den wunderbaren Sonnenuntergang hier auf Aldolabate. Wenn auch du Fragen hast, stell sie gerne. Bis bald und ciao, ciao.